Neverland Review. Bevor ich jetzt irgendwas sage, habe ich die liebe Narzissa gebeten, dass sie mir auch eine Review macht, falls ihr Lust hat. Deswegen dürft ihr euch jetzt erstmal ihre Meinung anhören. Ein kurzes Review von mir. Ich durfte Hermine in dieser Fanfiction lesen. Ich fand die Story spannend, weil inhaltlich nicht nur der Fokus auf der Liebesgeschichte zwischen Draco und Hermine lag, sondern eine durchdachte und interessante Dystopie der Entwicklungen nach dem Krieg geschildert wurde. Die Charaktere lieferten in ihren Dialogen immer einen guten Schlagabtausch und waren in ihrer Interaktion miteinander immer unterhaltsam. Sehr gut haben mir die Vater-Sohn-Unterredungen zwischen Lucius und Draco gefallen, da ich großer Fan des Malfoy-Ehepaares bin und ich mich immer sehr freue, wenn Dracos Eltern, sei es auch nur zum Teil, auftauchen und dann nicht so absolut böse und so absolut böse dargestellt werden und als scheiß Eltern. Das war ganz cool, dass da die Gespräche zwischen Lucius und Draco eigentlich immer ganz positiv liefen, so gesagt. Ja, das war's. So, das war ihre Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann ich angefangen habe, Fanfiction zu lesen. Aber ich weiß, dass Neverland eine Geschichte war, die ich wirklich ganz am Anfang gelesen habe. Sie ist auf jeden Fall in meinen Top 10 oder Top 20. Eins von beiden auf jeden Fall mit dabei. Ich liebe diese Geschichte sehr, was das Shipping von Hermione zumindest angeht. Ich mag auch die Entwicklung zwischen Hermine und Draco. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten gefallen hat. Ich meine, natürlich, es ist ja der Hermione-Geschichte, also muss es um die beiden gehen. Ich finde, es ist ähnlich wie in Covered Minds. Sie hassen sich am Anfang oder mögen sich nicht, können nicht miteinander, müssen miteinander aber auskommen. Und das bringt einen in die unmöglichsten Situationen. Und das, ich glaube, dass man, wenn man so eng miteinander ist, also zum Beispiel in Covered Minds leben die ja in Hogwarts zusammen, internatmäßig. Es ist ja eigentlich fast wie eine WG, was kann man ja schon fast sagen. Man sieht sich den ganzen Tag 24/7, bis auf vielleicht die paar Stunden, die man schläft. Außer man schläft natürlich miteinander. Und ich finde, hier ist es genauso, dadurch, dass sie ja diese Armee gebildet haben und eben gemeinsam in diesem Unterschlupf leben, später dann im Manor leben und sich wirklich 24/7 sehen, bis auf die, wie gesagt, die Stunden, die sie schlafen, macht das wie so eine Wohngemeinschaft. Und in so einer Wohngemeinschaft, wenn man zusammen lebt, und die gehen ja nicht mal raus, weil sie ja Flüchtlinge sind, mehr oder minder, oder im Untergrund arbeiten, das gibt, glaube ich, einem nochmal einen extra Einblick auf das Leben, auf die Persönlichkeiten, auf den Charakter eines Menschen. Und dann können die eigenen Gefühle sich tatsächlich ändern. Also ich bin da felsenfest davon überzeugt, dass es so abspielen könnte, wenn es jetzt in den Büchern zum Beispiel stattgefunden hätte. Harry Potter 8.1, das Leben nach dem Krieg oder so. Was mir auch gefallen hat, war, dass andere Charaktere und dann auch noch so viele mit einbezogen worden sind. Ich finde es manchmal schade, aber verständlich, wenn in eine Fanfiction geschrieben wird und der Hauptfokus auf diesem Pärchen liegt, plus minus, ich sag jetzt mal, noch zwei Nebenpairings oder Leute. Aber das ist das, was, finde ich, was Neverland sehr besonders macht. Da ist der George dabei, Lee dabei, Dean dabei, Angelina dabei, Lavender dabei, Luna und Neville, das sind und Ron. Den vergesse ich immer, es sind 8 Leute, inklusive Draco und Hermine, was ja dann 9 macht. Und ich finde dieses Zusammenleben aller spannend. Ich muss sagen, ich habe am Anfang auch, ich habe ja eine Abneigung gegen Ron und ich fand ihn am Anfang auch so zum Kotzen. Ich fand ihn besser, nachdem er sich mit Draco ein bisschen ausgesprochen hat. Ich glaube, das erste Mal, als die draußen miteinander geredet haben, er hat sich dann auf jeden Fall gebessert und ich kann Rons Denkweise sowohl in den Büchern als auch in dieser Fanfiction manchmal nachvollziehen, beziehungsweise verstehen, woher das kommt, aber seine Entscheidungen halt nicht akzeptieren oder ja doch akzeptieren, glaube ich, trifft es am besten. Ich finde, in den Büchern verstehe ich ihn schon. Er ist der letzte, also der jüngste Sohn. Er steht in Konkurrenz mit seinen Brüdern. Das ist etwas ganz anderes wie Ginny. Ginny, die ein Mädchen ist. Und das spielt wirklich diese Geschlechterrolle tatsächlich
eine Rolle in diesem, wie man sich fühlt. Es ist was anderes, wenn ich ein Mädchen bin und ältere Brüder habe und ob ich der Jüngste von meinen Brüdern bin. Das ist ein Unterschied, wie sich ein Mensch zu fühlen hat und dass er sich so, dass er das Gefühl hat, nicht auszureichen, weil alles, was man in der Schule erreichen könnte, woraufhin die Eltern stolz sein könnten, wurde schon erreicht. Bill war der Schulsprecher, Percy war dann Vertrauensschüler, George und Fred sind beide in der Quidditch-Mannschaft sehr erfolgreich, sind auch sehr beliebt. Er war das halt alles nicht. Und entweder hat sein Denken ihn dazu gemacht oder er ist einfach nicht der Typ dafür gewesen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Das ist genauso die gleiche Frage wie Huhn oder Ei. Was war zuerst da? Ich verstehe auch, dass er eifersüchtig auf Harry ist, der zum einen Geld hat, was er nicht besitzt, wobei das nicht zwischen den beiden jemals stehen würde. Aber halt so die Eifersucht auf diese Aufmerksamkeit, die Harry auf sich zieht, auch, obwohl er das halt nicht will. Das verstehe ich schon, aber dass er Harry dafür fertig macht und ihm auch kein Vertrauen schenkt, wie zum Beispiel im vierten Buch, das finde ich einfach krass, weil du solltest einen nach 4 Jahren einfach besser kennen. Und ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, gerade so die Ron verfechten, aber er war doch selber noch so jung und so. Schon klar, aber Hermine hat es ja auch hingekriegt. Also warum nicht er dann? Das sind so Sachen, die machen ihn halt in meinen Augen unsympathisch. Das sind so diese Sachen, genauso wie im 7. Buch, wo er einfach abgehauen ist. Das geht einfach für mich nicht. Und dann ist jemand bei mir, also beziehungsweise er ist dann einfach ab dem Zeitpunkt bei mir unten durch gewesen. Und ich finde, ähnlich hat er sich hier wieder aufgeführt, am Anfang zumindest. Sehr uneinsichtig, sehr temperamentvoll, sehr wütend. So wird Ron oft dargestellt. Und ich kann solche Charaktere gar nicht ab. Also da kommt wirklich so ein Hass in mir hoch, wo ich mir denke, so geh und verreck doch einfach nur. Sowas sagt man zwar nicht, aber in dem Moment denke ich einfach nur so, geh und stirb einfach und lass mich einfach in Ruhe. Das ist so ein unbändiger Hass, der in mir geschürt wird, weil ich das überhaupt nicht ausstehen kann, wenn jemand so ist. Und es ist auch ein Unding für mich, dass jemand so ist. Dass ich das oft empfinde, wenn ich sowas lese, ist mir aufgefallen. Was mir auch gefallen hat, war die Tatsache, wie sie es dann am Ende zu Ende gebracht haben. Also, dass es eigentlich gar nicht so die Riesenschlacht geworden ist oder dass sie Harry entführt haben. Wobei ich ehrlich zugeben muss, das hätte ich gerne noch gelesen, wie das wohl abgelaufen wäre, wenn sie Harry einfach mitgenommen hätten. Ich fand auch Ginnys Entscheidungen krass. Allgemein, dass sie da einfach mitmacht und auch ihre Brüder und ihre Freunde verrät, fand ich ziemlich krass. Ginny ist in den Büchern ein sehr toughes Mädchen. Sie ist am Anfang sehr schüchtern und sehr zurückhaltend, aber sie gewinnt an Stärke später. Ich sag jetzt mal ab Buch 4, hätte ich jetzt gesagt, ungefähr. Gewinnt die wirklich an Charakter, an Persönlichkeit. Sie macht ihren Mund auf, sie sagt, was sie denkt. Ihr Time to Shine hat sie für mich in Buch 5 und in Buch 6, gerade wo Fleur noch mit dazukommt und man auch so ein bisschen so die ekelhaften Seiten von ihr sieht. Ich meine, sie hasst ja Fleur und nennt sie ja Schleim und sowas. Aber es zeigt, oder wie sie dann auch mit Quidditch spielt und dann auch zugibt, ja, sie hat den Besenschrank, ihre Brüder immer geknackt und dann die Besen geklaut und war heilig gespielt, weil ihre Brüder sie nicht haben mitspielen lassen. Das ist so ein rebellisches Verhalten. Das erwartest du nicht von dieser schüchternen kleinen Ginny, die immer rot angelaufen ist, sobald sie Harry gesehen hat. Später wird die richtig tough. Und richtig cool, muss ich auch sagen. Ich liebe Ginny total. Ich mag sie eigentlich fast mehr von der Persönlichkeit her wie Hermine. Finde schade, was sie in den Filmen aus ihr gemacht haben. Freue mich, dass wenn es tatsächlich zustande kommen sollte und sie eine Serie machen, dass sie dann vielleicht eine andere Rolle kriegt und die ganzen Film-Only-Gucker dann mal sehen, wie Ginny eigentlich drauf ist und dass sie wirklich gut zu Harry passt. Ich habe mal eine Fanfiction gelesen, da war Ginny böse. Ich finde, das hat auch einen gewissen Reiz. Das finde ich, würde auch gut zu ihr passen, gerade wenn ich so an so Momente denke, wie Schleim und sowas und so. Wie fies sie da werden kann, finde ich, passt das auch sehr gut. Kann ich mir auch super vorstellen. Also falls jemand eine Fanfiction kennt, wo Ginny böse ist oder die böse ist oder richtig fies ist, schreibt es mir in die Kommentare mit dem Link. Ich lese sie sofort. Ich will diesen Umstand hier auch gleich nutzen und noch ein paar Sachen loswerden. Ich
versuche die nächsten 2 Wochen noch die Fanfiction für den Adventskalender einzulesen. Es wird dieses Jahr eine Überraschung geben. Es wird kein richtiges Shipping allgemein geben. Ja gut, doch, bisschen schon, aber es wird keine Dramini-Shipping oder irgendwie sowas. Es wird was anderes. Ich habe da extra jemanden angeschrieben, der solche Geschichten schreibt. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin selber sehr erleichtert, dass diese Geschichte jetzt zu Ende gegangen ist. Es war am Anfang sehr viel Arbeit. Ich schreibe natürlich die ganze Schuld mir zu. Ich habe mich einfach nicht hingesetzt und habe es nicht gemacht oder mir nicht die Zeit genommen. Es hat auch sehr viel Zeit gefressen, muss ich dazu auch noch sagen. Gerade am Anfang, wo wir so viele Sprecher waren. Ich finde es schade, dass nicht jeder am Ende dabei geblieben ist. Aber ich verstehe es. Es ist ja ein freiwilliges Ding. Es ist ja unser Hobby, wenn einer keine Zeit mehr hat. Also ich bin hier niemandem böse, weil er abgesprungen ist. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Ich verstehe das absolut. Ich habe auch ewig lang damit gebraucht. Also ich verstehe auch, dass man dann vielleicht einfach keine Lust mehr hatte. Möchte mich hier aber nochmal bei allen Sprechern von Herzen bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ihr habt diese Geschichte sehr bereichert. Ich bin euch unendlich dankbar. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, in meinen nächsten Projekten da einfach schneller zu sein. Also ich glaube, ich habe die Geschichte jetzt über ein Jahr gelesen. Dabei hätten wir sie eventuell in einem halben Jahr fertig haben können. Ich danke auch Wild im Herzen, dass ich sie vorlesen durfte. Ich weiß, dass viele versucht haben, Neverland vorzulesen und es dann aufgegeben haben. Ich habe es auf jeden Fall durchziehen wollen und habe es durchgezogen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es sehr viele Fans von dieser Geschichte gibt. Ich hoffe, ich habe euch damit eine Freude gemacht, dass ich sie vorgelesen habe. Ich habe mir überlegt, für meinen Kanal in Zukunft vielleicht was zu verändern. Also ich werde weiterhin vorlesen, ich werde auch weiterhin Shippings vorlesen. Habe auch eine Bitte an euch, falls jemand eine Fanfiction hat, die er vorgelesen haben möchte, schickt sie mir bitte zu. Ich habe so mein Sammelsurium an Geschichten, die ich jetzt gelesen habe und hier lesen wollte, fast beendet. Habe auch in der Zwischenzeit nichts Neues angefangen. Also falls mich jemand mit Geschichten füttern will, immer her damit. Ich freue mich über jede Geschichte, die ich vorlesen darf. Ich werde natürlich die Autoren, falls ihr nicht der Autor der Geschichte seid, dürft ihr mir die trotzdem schicken. Ich werde den Autor selber anschreiben und fragen, ob ich die lesen darf. Also ihr müsst mir jetzt nicht eure eigenen Geschichten schicken oder nicht nur. Es dürfen auch fremde Geschichten sein. Ich frage bei den Autoren immer nach, bevor ich sie vorlese und das mache ich auch gerne selber. Ihr dürft natürlich dasselbe auch machen, habe ich auch kein Problem mit. Aber wie gesagt, ich frage eigentlich immer nach, bevor ich irgendwas lese, weil das macht man einfach nicht, irgendwas vorlesen, ohne zu fragen. Genau. Und ansonsten, ich habe eine Naruto-Novel angefangen zu lesen, weil ich die vor ein paar Monaten neu gekauft habe, glaube ich. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her. Ich versuche immer noch Harry Potter, Stein der Weisen einzulesen. Das wird also demnächst das Projekt sein. Ich weiß noch nicht, ob ich eine neue Dramini anfangen werde oder eben das Buch anfangen werde. Ich wollte auch das Erbe der Königin fertig lesen und die Wanderhure fertig lesen. Wobei ich gar nicht so viel Zeit habe zum Lesen zur Zeit. Also nachdem Corona vorbei ist und die Pandemie vorbei ist, man nicht mehr zu Hause sitzen muss, fehlt mir echt die Zeit für alles. Ist mir aufgefallen. Ich habe damals in der Pandemiezeit sehr viel Zeit gehabt, weil man einfach zu Hause bleiben musste. Nicht, dass ich mir die Pandemiezeit zurückwünsche, aber das war schon schön, so viel Zeit zu haben. Naja. Ich hoffe, ihr geht alle auf die Seite von Neverland, auf fanfiction.de. Ich habe euch das verlinkt in der Beschreibung. Und hinterlasst Wild im Herzen ein Like da oder ein Review da. Die wird sich mit Sicherheit darüber freuen. Die Geschichte verdient es auch zu 100%, wenn sie euch gefallen hat. Also liked ruhig ihre Geschichte und reviewt ihr, was euch gefallen hat. Liest sich das mit Sicherheit gerne durch. Und ich bedanke mich noch beim Zuhören. Und ciao.